muss das schön sein. Der 46-jährige Makler Pascal verkauft Ferienhäuser und Wohnungen in den Alpen Österreichs. Easy Traumjob in einer Traumkulisse oder Albtraum und Leben aus dem Koffer? Ständig allein, weg von der Familie? Ich glaube, mein Beauty Case ist größer als das meiner Frau. Seit 5 Jahren arbeitet der Makler an den Orten, wo andere Urlaub machen. Und er lebt und liebt seinen Job. Hier haben wir eine echte Rarität. Ein total cooles Bergchalet. Es schaut jetzt von außen natürlich ein bisschen verwildert, aber auch sehr idyllisch aus. Ihr werdet es dann, wenn wir runtergehen, ihr werdet es sehen. Wahnsinniger Ausblick. Die aktuellen Besitzer geben das Chalet nur ungern auf. Es bleibt doch fast alles erinnern. Das heißt, es ist wirklich kaufen, Schlüssel nehmen, einziehen, fertig. 1,1 Millionen Euro kostet die Immobilie. Und Pascal bereitet alles für einen guten ersten Eindruck vor. Denn bei einem Verkauf würde er mit 3-4% Provision rund 44.000 Euro verdienen. Aber was für Leute können sich so einen teuren Spaß eigentlich erlauben? Bis ins Jahr 2022 war durchaus das, was man als Mittelschicht bezeichnet, unser echtes Klientel. Als touristische Kapitalanlage, eine Finanzierung mit 30% Eigenkapital war irgendwo möglich. Bei Zinsen, die wir damals hatten von ungefähr 1%, das heißt, wenn ich 700.000 finanziere, ich habe 1% Zinsen, sind das 7.000 Euro im Jahr. Das geht für viele. Jetzt sind die Zinsen oft 4-mal so hoch. So kann sich der Otto-Normalverbraucher das hier nicht mehr leisten. Also ist unser Klientel eher die, die es auch wirklich auf der Seite haben. Hast du auch prominent gehabt schon? Ja, durchaus. Kannst du darüber erzählen? Und besser nicht. Sehr prominente. Heute ist der Interessent aber in Anführungszeichen nur Vertriebsleiter. Alexander! Hallo, Weisang. Schön, dass wir uns endlich persönlich treffen. Na, endlich, genau. Freut mich. Ja, ich mich auch. Du bist in Ordnung, so wie bin ich fast ja, mit allen. Ich bin Alexander. Passt, Pascal, über 1000 Meter dürfen wir. Wetter hast du ja mitgebracht, oder würde genau. Ich sagen? Genau, aus München. Insgesamt 130 Quadratmeter gilt es nun zu besichtigen und für Pascal noch wichtiger, zu verkaufen. Alter Verkaufstrick dabei, Schwächen des Objekts mit Humor entgegenwirken. Vollholzmöbel, grundsätzlich qualitativ hochwertig. So wie ich dich einschätze, würdest du das vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ich meine, ist Vollholz, Holz brennt ja, auch gut. Ja. Der Makler legt sich richtig ins Zeug, hat alle Fakten zum Objekt zusammen. Doch bei Deals dieser Größenordnung wird nichts übers Knie gebrochen. Weil wir auch wissen wollen, okay, wie schaut so eine zukünftige vielleicht Planung der Gemeinde aus? Wie wird sich ein Skigebiet entwickeln? Was heißt Tourismus in 5 oder 10 Jahren hier? Ist was mit dem Berg geplant hier? Wenn man nur so ein Objekt kauft, das kostet keine 5 Mark, sage ich mal, ja. Dann möchten wir die richtige Entscheidung treffen. Was wir jetzt machen, ist eigentlich ein bisschen Vorgeplänkel. Die Entscheidung trifft immer die Frau. Er weiß das nicht, aber ich weiß das. Bevor es für Pascal weiter zum nächsten wichtigen Termin geht, geht es für uns weiter im Vereinigten Königreich in Wales. 43.600 Immobilienmakler arbeiten hier auf der britischen Insel. Einer von ihnen ist Mark Gilbertson und der ist seit fast 40 Jahren im Business. Glücklich, dass Briten nicht als besonders sesshaft gelten. Im Durchschnitt ziehen Briten alle 7 Jahre um. Weiterziehen müssen auch Caroline und Marcus. Für 2,8 Millionen Euro verkaufen sie ihr Anwesen. Manchmal kommen Delfine hier vorbei. Einmal habe ich ein paar Orcas in der Ferne gesehen, die aus dem Meer ragten. Es ist selten, aber ich konnte es von hier aus sehen. Dieses Traumhaus gibt die Familie auf, weil Tochter Eleanor sonst täglich 70 Minuten zur Schule fahren müsste. Auch die Privatbucht geht dann an jemand anderen. Noch Besitzer Mark wird da etwas melancholisch. Wir haben ein kleines Boot, mit dem wir raus zum Fischen fahren und ein paar Hummer fallen. Wir kennen einige gute Stellen, um sie zu platzieren. So kommen wir an unser Barbecue. Das umgerechnet 2,8 Millionen Euro teure Haus in der Idylle Nordwales ist rund 4 Kilometer zur nächsten Stadt entfernt. Nachbarn gibt es hier kaum, deswegen ist es auch mit einem Sicherheitssystem samt Kameras ausgestattet. Und auch in der Bucht ist es Mutter Caroline wichtig, erreichbar zu sein. Wir haben Wi-Fi hier unten, 30 Meter Reichweite. Ernsthaft? Für alle Fälle, denn es ist sehr abgelegen.
quite isolated here. Am nächsten Morgen geht es für den 64-jährigen Mark nach Morpher by Ken. Hier will er ein 164 Quadratmeter Ferienhaus für einen Kunden verkaufen und es müssen neue Fotos her. Denn es ist ein neuer Fußboden verlegt worden. Und was ist ein Haus in Großbritannien schließlich ohne Teppichboden? Wahrscheinlich typisch britisch. Wir sind ein bisschen schrullig. Der Wohlfühlteppich für britische Füße im Schlafbereich muss natürlich fotografiert werden. Nicht die einzige britische Besonderheit. Man nennt es Under-Eave Storage. In solchen Objekten wie in diesen wird der Raum unter dem Dachvorsprung als Lagerraum genutzt. Oft findet man da den Weihnachtsbaum. Vier Schlaf- und zwei Badezimmer, zwei Wohnzimmer. Und das alles gibt es für rund 470.000 Euro. Zurück nach Tirol. Der Familienvater ist für seinen Job viel auf Achse. Deswegen hat er wenig Zeit für seine 12-jährige Tochter Charlotte und seine Frau Ursula. Sogar sein mobiles Büro hat der 46-Jährige immer dabei. Ist Pascal etwa ein Workaholic? Frag mal meine Frau, ja. So schaut's aus. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ich habe mich für die erste entschieden. Und wird dieser Erfolg in der so gelddominierten Maklerwelt nur an Verkäufen gemessen? Ja, es geht immer um Geld. Mir ist aber wichtig, warum mache ich das so gerne? Erstens bin ich mit den Menschen gerne unterwegs. Und dann diese Umgebung, die wir haben, ist einfach unfassbar. Ich bin in den Bergen, ich bin beim Skifahren, ich bin am See. Und wenn ich da den Leuten was Gutes tun kann, dann bin ich ja glücklich. Kunden etwas Gutes tun, ist auch Maklerin Nora in Elsfleth bei Oldenburg wichtig. Heute geht es um diesen ehemaligen Pferdehof. Das Grundstück ist ca. 1 Hektar groß und bietet ein Wohnhaus mit 385 Quadratmetern. Ich würde anfangen mit dem Außenbereich, dass wir einmal außen rumgehen und so die allerschönsten Ecken als erstes angucken. Sehr, sehr gerne. Also das Ankommen alleine schon, hier hochzufahren, war schon ein Traum. Medizinkundenberater Sascha will natürlich zuerst über den Preis sprechen, denn der war im Exposé nicht genau festgelegt. Und das hat einen Grund, wie Nora erklärt. 800.000, ganz genau können wir es noch nicht sagen, weil wir es noch nicht endgültig eingewertet haben. Was man allerdings wissen muss, bei Höfen muss man 30-50% Eigenkapital mitbringen, weil die Banken hier ein besonders hohes Risiko sehen. Das wären hier bis zu 400.000 Euro. Sehr hohe Anfangsinvestitionen, die man da berücksichtigen muss. Ja, das stimmt. Da guckt Sascha. Was für ein Klientel hat so viel Geld auf der hohen Kante? Kunden? Ja, ich sag's mal so. Es gibt ja die verschiedensten Grundkonstellationen. Ob man jetzt manchmal vielleicht auch eine Großfamilie ist mit mehreren Generationen, dass man es gemeinsam finanziert. Sascha würde hier nur mit seiner Frau und seinen zwei Kindern einziehen. Er plant auch nicht, den Hofbetrieb wieder aufleben zu lassen, sondern zu genießen, was die aktuellen Besitzer daraus gemacht haben. Saunahäuschen und dann Badeteich. Und ob Sascha den Hof wirklich kaufen will, das sehen wir morgen. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Und will einen Milo kennen, der als Makler verrückterweise nur im Wald arbeitet. Morgen bei Maklerwelt Inside.